Tritratrolala. Immer dieses Nachdenken, schon alleine, mache ich jetzt nun ein Video oder nicht? Wenn ja, wie fange ich ihn an? Und so weiter. Glaube, es ist, also bisher hat es sich als kontraproduktiv erwiesen. Dieses ganze Nachdenken. Besser war immer sofort, wenn der Hals dick wird, losschwallern. Aber in der letzten Zeit jinket eigentlich. Meine Therapie hat derartig gut angeschlagen, dass ich also die letzten 2 Wochen überhaupt ja kein Video mehr machen musste. Jedenfalls nicht zu therapeutischen Zwecken. Ansonsten wären mir schon ein paar Sachen eingefallen, aber es gibt ja inzwischen genügend Leute mit auch genügend Reichweite, die das alle täglich bearbeiten und also täglich auch Videos machen und Geld verdienen quasi. Und da muss ich ja dann gerade bei meiner Einschaltquote rein populistisch bringt das ja nichts, wenn ich mir einen schwaller. Es ist ja mehr meine Selbstbefriedigung und ich war zufrieden. Deshalb war überhaupt ja nichts nötig. Jetzt kam wieder der Gedanke und dann habe ich beschlossen, nee, mach einfach an die Kamera und mach mal los. War bis jetzt immer am besten und kann nicht schaden. Sagen wir mal so, war. Was der eigentliche Auslöser war, weiß ich ja nicht mehr. So richtig im Einzelnen zu bemängeln, außer der Gesamtsachlage, hat ja keinen Sinn, hier irgendwelche einzelnen Sachen zu bemängeln. In dem System, in dem wir uns hier bewegen. Oh, also mit Geld quasi alles zu kriegen ist, wir aber leider kein Geld mehr haben und deshalb auch kaum noch was kriegen. Ja, gut. Wir ziehen einfach mal ein Fazit, wo uns denn die bisherige Regierungspartei der letzten, ja nicht nur der Ampelkoalition, die von davor, die Regierung, die war ja auch nicht besser. Also alles, was heute jetzt hier läuft, kann man ja im Prinzip den 4 Altparteien, nennen wir sie jetzt mal Altparteien, denen kann man das zuschreiben. CDU, SPD, FDP und die Grünen. Die waren die letzten 20 Jahre in veränderter Konstellation eigentlich hier immer am Ruder. Und wenn das, was hinten bei rauskommt, eben das ist, was wir heute haben, sind genau die Leute dafür verantwortlich, die uns heute immer noch erklären wollen, wie wir zu leben haben. Ja, also, dass der deutsche Michel das nicht versteht, dass es keinen Sinn hat, immer wieder dasselbe zu tun und ein anderes Ergebnis zu erwarten. Ja, ist schon fast lächerlich. Also, wir ziehen jetzt mal das Fazit. Wir haben also auf jeden Fall mehr Ausländer, mehr Flüchtlinge, mehr sozial bedürftige und unproduktive Mitglieder in unserem Land denn jemals zuvor. Das kann man ja mal so sagen, wa? Inwieweit die an welcher Kriminalität prozentual beteiligt sind, das wollen wir hier überhaupt nicht diskutieren. Das Ergebnis ist nur, das Wort Verschwörungstheoretiker immer mit Umvolkung bezeichnet haben, schreitet stetig voran. So, das kann man ja mal so festhalten. Und das scheint ja auch nach den Aussagen unserer jetzigen Fäsers und ich weiß nicht, wie sie alle heißen, Grüne, Katrin, Göring, Eckert, soll das ja auch so weitergehen noch. Wir sind ja noch lange nicht am Ende. Frau Baerbock hat, glaube ich, auch so was gelullert. Dass wir die alle aufnehmen. Alle. Dass es rein technisch gar nicht geht, müsste denen klar sein. Aber scheint völlig verdrängt zu werden.
Gut, das ist mal das Erste. Was haben wir noch? Das Leben ist teurer denn jemals zuvor. Speziell die Energiepreise sind jenseits von Gut und Böse, auch im Vergleich zum Ausland. Wenn jetzt nun die ganze Welt viel für Energie zahlen müsste, wäre das ja im Konkurrenzdenken noch vertretbar. Dass wir aber diejenigen sind, die in unserem Land die höchsten Energiepreise der Welt zahlen, ja, das macht uns wirtschaftlich völlig konkurrenzunfähig. Dann kommen wir gleich zum nächsten Punkt, was auch Verschwörungstheoretiker und auch meine Wenigkeit schon vor Jahren angemahnt haben, schon zu Corona-Zeiten. Schon zu Beginn jeglicher Maßnahmen von Schließungen und Sperrungen und Beschränkungen der Wirtschaft habe ich angesagt, dass da ein Wachstum nicht mehr machbar ist die nächsten Jahre. Die Experten der Bundesregierung haben ja bis vor kurzem noch prognostiziert, leichtes Wachstum. Leichtes Wachstum. Nee, wir schissen drauf. Jetzt haben wir die Zahlen raus. Wir sind in einer Rezession. Das ist auch ein Faktenergebnis der Politik der letzten Jahre, was man jetzt nicht leugnen kann. Es geht ein Bach runter. Es geht bergab. Also, wenn jemand pleite ist, dann ist er auch insolvent und umgekehrt. Also, wenn er nichts mehr macht, verdient er auch nichts mehr. Also, null. Das ist nur mal so eine ganz einfache Rechenaufgabe, wofür man eigentlich überhaupt ja keine Experten braucht. Dass wenn man A, keine oder weniger Kunden hat, kann man nicht mehr Umsatz machen. Wenn die Kunden selbst auch noch immer weniger Geld haben und das auch noch immer weniger wert ist, das Geld, kann man nicht mehr Umsatz machen. Also Umsatz vielleicht schon noch, aber Gewinn ist nicht mehr drin. Und Gewinn ist ja eigentlich das, was auch laut Finanzamt immer zwingend erforderlich ist, um ein Unternehmen zu führen. Ansonsten wird eben da private Hobbytätigkeit unterstellt. Und das ist dann nicht mehr steuerlich abzugsfähig. Ich kenne mich da zufällig aus. In der Branche habe ich mal gearbeitet. Lange Rede, kurzer Sinn. Was war denn noch? Reicht das als Fazit, dass wir die vielleicht nicht nochmal wählen? Oh, ich meine, ich habe die ja sowieso 20 Jahre schon nicht mehr gewählt. Oder länger. Aber es scheint ja immer noch genügend, wie soll man sagen, Gehirngewaschene zu geben, die daran glauben, dass wir 80 Millionen Deutschen die Welt, also die Umwelt, retten könnten. Gegen alle anderen, die weiterhin ihren Müll irgendwo hinwerfen. Erinnert mich an eine Brücke auf den Azoren, wo ich häufig mit meinem Wohnmobil gekämpft habe und unter der Brücke mit dem Treibgut, was da der Fluss angespült hat, Feuer gemacht habe. Und auch Plastikmüll eben eingesammelt habe und morgens dann in irgendeine Mülltonne am Supermarkt geschmissen habe. Und das wurde da auch nach 3, 4 Tagen schon viel sauberer. Aber am 5. da hatte wieder einer von der Brücke ein paar Mülltüten runtergeworfen. Also, das ist quasi so ein Kampf gegen Windmühlenflügel, den man da führt. Wenn man der Einzige ist, der den Müll aufsammelt und die anderen immer nur Müll irgendwo hinwerfen. Das ist so aussichtslos. Aussichtslos. Tja, haben wir noch was zum Fazit? Wohnungsbau, Wohnungsbau. Das war ja ein Thema, das kam letztens im Radio. Da hat ja die neue Regierung, die hier in Berlin gewählt ist, jetzt unter CDU-Führung, die ja hier noch nie was zu sagen hatten, dass jetzt Wohnungsbau soll jetzt gefördert und beschleunigt werden, damit mehr Wohnungen kommen. Ja, ich weiß nicht, was die letzten 40 Jahre hier in Berlin passiert ist. Oder 35.
Da sind es hier nicht irgendwie mehr Wohnungen geworden, jedenfalls nicht im Verhältnis zum Zuzug. Es ist eigentlich immer enger geworden in der Stadt und der Mietwohnraum ist immer knapper und teurer geworden. Und ich fürchte, das hat auch eine gewisse Methodik, weil die Umverteilung von unten nach oben erfordert schon, dass Immobilienbesitzer viel verdienen und Mieter, die eben keine Immobilien besitzen, das bezahlen. Das heißt Umverteilung von unten nach oben. Und dafür steht die CDU, da stand die CDU ja eigentlich schon immer. Von daher frage ich mich, wie sie jetzt die Vereinfachung der Genehmigungsverfahren. Ja. Warum hat das denn man erst so kompliziert gemacht? Hatte ich schon mehrfach drüber doziert, dass ich ja fast der Erste sein würde, der hier mal was bauen würde, weil ich denn meine Handwerksleistung 1:1 in Geld umsetzen könnte, ohne Lohnsteuer und sonstige Berufsgenossenschaften zu bezahlen, dass ich auf mein Grundstück mein Haus aufbaue und das denn was wert ist, was mir gehört. Aber die Bauvorschriften in Berlin verhindern das sofort. Da habe ich sofort keine Lust mehr, überhaupt nur einen Antrag zu stellen und dafür die Gebühren zu entrichten. Das entfällt von vornherein. Insofern glaube ich mal mit eurer Vereinfachung da, was war noch der Spruch im Radio? Das Ping-Pong-Spiel zwischen den Behörden wollen sie beenden. Bitteschön, macht mal. Und Digitalisierung war auch noch im Gespräch. Und ich sage, wir ziehen jetzt mal das Fazit. Die Digitalisierung hat ja schon Frau Merkel, also vollmundig, vorangetrieben. Aber wo sind wir denn heute? Platz 56 im weltweiten Vergleich. Und das Elster-Verfahren dafür die Grundsteuerbeibringung, das hat also über Monate überhaupt gar nicht funktioniert. Unsere Corona-Warn-App, die weiß ich nicht, wie viele Millionen gekostet hat. Er wurde ja auch final zugegeben, dass die irgendwie nicht, dass es nicht greift. Ja, also wir schmeißen Geld raus in alle Richtungen. Achso, das könnte man als Fazit dieser Regierungsarbeit auch noch verkünden. Der Schuldenhöchststand ist auf jeden Fall erreicht. Also wir haben ein Maximum an Schulden. So viel Schulden hat es überhaupt noch nie gegeben in unserem Land, glaube ich. Also was wir an Milliarden für Impfstoffe und Ukraine ausgegeben haben und jetzt noch für die Bundeswehr oben auflegen wollen und auch noch alle Flüchtlinge, die hier ankommen, weiter behausen und befüttern wollen. Ich sag mal. Bei denen ist der Plan schon in 4 Jahren weg zu sein. Auf jeden Fall. Weil länger wird das hier nicht mehr groß funktionieren. Das ist irgendwann nicht mehr bezahlbar. Das ist irgendwann nicht mehr bezahlbar. Und wie in Amerika wird es denn heißen, irgendwann hielt es alle, gibt kein Neues, macht Walle, was ihr wollt. Ja, und dann können wir die Neuordnung aus dem Chaos wahrscheinlich versuchen. Wir haben ja damit nichts zu tun. Das wird jemand anderes für uns ordnen. Aber wir haben es ja so weit kommen lassen. Wir lassen uns ja diese ganze Scheiße erzählen vom Fachkräftemangel, der jetzt ausgeglichen wird durch irgendwie ausländischen Zuzug. Sag mal, haben wir nicht genug Arbeitslose, die man vielleicht mal ausbilden könnte, dass man da mal anfängt am Bildungssystem und am ganzen Ausbildungs überhaupt? Und ist denn am Ausland die Fachkräfte zu rekrutieren nicht nur ein Versuch, wieder et billiger zu kriegen? Weil wenn hier in Deutschland Fachkräfte ordentlich bezahlt werden würden und anschließend nicht so hoch besteuert werden müssten, weil eben die Schulden so hoch sind, dann würde sich das auch lohnen, für Fachkräfte hier zu arbeiten und es würden auch die Fachkräftestellen besetzt werden. Nur wenn man natürlich nicht bereit ist für die entsprechende harte Arbeit, Pflege zum Beispiel oder Bauarbeiter, da kann man nehmen, was man will. Kraftfahrer, Fernfahrer. Wenn man nicht bereit ist, dafür ordentlich zu bezahlen, wird man natürlich auch niemanden finden, der bereit ist, diesen Job zu erledigen.
Also, das ist eine ganz logische Sache. Und der Ausländer, der denkt, wenn er hier 2000 Euro verdient, wäre er reich. Der wird schon merken, dass die Wohnung hier allein ein Tausender kostet und der restliche Tausender über einen Monat auch weggefressen wird, weil einfach alles doppelt so teuer ist wie bei ihm zu Hause, wo sich 2000 Euro richtig viel anhört. Hier in Deutschland sind 2000 Euro im Prinzip gerade mal die Überlebensprämie für eine Einzelperson, die sich selbst in irgendeiner Form unterbringen und versorgen muss. Tja, all die, weil es mir ja nichts gefehlt hat und gut ging und mir jetzt erstmal nichts weiter einfällt, können wir das als Fazit ja vielleicht mal fast schon stehen lassen, wa? Oder? Das Einzige, was mir noch einfällt, ist, dass Vereinbarungen, die im Koalitionsvertrag festgehalten wurden, bis jetzt eigentlich 1,5 Jahre überhaupt gar nicht bearbeitet wurden. Also das, was ich bis jetzt zum Thema Cannabis-Legalisierung gehört habe, naja, also das können wir vergessen. Das war auch nur wieder Fake News und Augenwischerei. Da ging es nur um eine Reglementierung, nicht um eine Legalisierung. Also insofern eigentlich Thema verfehlt. Sechs Sätzen hätte der Deutschlehrer früher zu uns gesagt. Aber gut. Mir fällt nichts mehr ein. Frohe Pfingsten, schönen Abend und keine Ahnung. Macht alle, was ihr wollt. Tschüss. Bumpis und Om.